Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon Story Cyberslurf. In der letzten Folge haben wir wieder unsere Avatar-Teile gefunden, beziehungsweise haben uns aus irgendwelchen Schrottteilen einen Avatar basteln lassen. Und wir haben eigentlich ein paar Digimon. Nur habe ich momentan nur Terriamon drin, denn ich habe offscreen ein bisschen was vorbereitet tatsächlich. Und zwar... Terriamon können wir natürlich noch nicht digitieren, das ist nämlich nicht so weit. Wobei ich glaube, ich bei Terriamon tatsächlich dazu tendiere, es tatsächlich zu Rapidmon zu machen. Nicht zu Rapidmon, zu Gargomon zu machen. Rapidmon, weil ich Ultra-Level. Und nicht zu Gato noch, um was auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich ein bisschen im Spiegel-Dungeon ein paar Digimon gescannt. Also die Baby-Digimon, ich habe jetzt nicht Bukamon. Also Bukamon könnte ich rein theoretisch auch scannen. Botamon. Könnte ich nochmal scannen und Dukamon. Ich weiß zwar nicht, zu was Botamon werden kann, aber das sehen wir gleich. Und zwar haben wir hier so, also Kurumon, nicht Kurumon ist ausgeschlossen, weil Kurumon ist ja schon aus, ich glaube, auf dem Ausbildungslevel und das andere, alle anderen sind Baby-Digimon. So, wir fangen jetzt am besten gleich mit Botamon an. Und Botamon, genau, kann zu Kurumon werden oder zu dem hier. Kurumon haben wir schon, deswegen nehmen wir das hier. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie das heißt. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber dadurch, dass Fragezeichen steht, lassen wir es einfach mal so offen stehen, dass es Fragezeichen ist. So. Das ist Wanyamon. Schaut ziemlich niedlich aus. Hat schon einen Kampf von 4%. Fähigkeit Level 6. Ich glaube, Fähigkeiten geht bis zu 100, über 100, glaube ich. Also es wäre ziemlich anstrengend, das zu machen. Und das müssen wir natürlich auch in Angriff nehmen, tatsächlich. So, Wanyamon kann zu, ich glaube, das ist Durugreymon werden, zu Gaumon, und das weiß ich nicht, wie das heißt. Das hat der Chef von dem Digimon Data Squad und dieser Kommandoeinheit, der das Ding, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wäre auch cool. Und halt eben ich, aber ich glaube, ich tendiere hier tatsächlich zu Gaumon. Ich glaube, das ist Kunamon oder so. Bin mir nicht sicher, aber gut. Als nächstes haben wir Pabumon. Pabumon kann zu Montimon werden, zu ich habe keine Ahnung was und zu dir werden. Und dadurch, dass ich eher zu Rosemon tendiere, werde ich... Ich weiß nicht, wie die Vorentwicklung von Palmon heißt. Ich habe absolut keinen Plan. Tanemon, genau. Und keine Sorge, ich werde es nicht. Also wir können es hier zu Lalamon machen, zu Palmon und was auch immer du bist. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Wir müssen jetzt sowieso vor und zurück digitieren. Also können wir relativ schnell alle drei freischalten. Aber wir werden vermutlich eher dann zu Tanemon, Lalamon tendieren. Wir können auch über Palmon dorthin gehen, aber ich glaube, ich wäre ein bisschen schwerer. So, dann Poyomon. Poyomon kann zu Bukamon werden oder zu Tokomon und wir werden das zu Tokomon machen. Bukamon habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Und außerdem können wir Bukamon sowieso freischalten, wenn wir es haben wollten, würden tun. Aber es gibt dann noch viel mehrere Ausbildungslevel-Digimon, also von dem her, oder Baby-Digimon. Aber die haben wir halt alle noch nicht gesehen. So, Tokomon. Tokomon kann zu dem hier werden. Ich habe absolut keinen Plan, was das sein könnte. Das ist, glaube ich, Hawkmon. Das ist Lucemon. Und ihr seht schon, Fähigkeit auf 80. Initiative auf 130. Max Spezial auf 80. Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Das habe ich einmal versucht zu machen, aber ich habe es bis heute noch nicht zusammengekriegt. Und dann können wir es zu Patamon machen. Das würde wieder Tokomon sagen. Ich weiß nicht, was das ist. Es würde mich interessieren, was das ist. Ist das Hawkmon? Ey, das ist Hawkmon, Falcomon. Wenn das Falcomon ist, dann wäre das cool. Wenn, dann würde ich es tatsächlich zu Falcomon machen wollen. So, jetzt haben wir noch Punimon. Und Punimon können wir zu Nyaramon machen, glaube ich, heißt das. Und zu Tsunomon. Wobei ich Tsunomon richtig gern haben würde. Aber wir werden es zu Nyaramon machen. Ich glaube, es ist Nyaramon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist Nyaramon. Mal schauen. Nyaromon, okay. Ja, fast. So, richtig süß. Ich glaube, Nyaromon kann zu Gatomon werden, ne?
genau, nicht Sogatomon zu Lalamon, Salamon. Genau, das ist Armadillomon. Teriamon kann das werden. Teriamon haben wir ja schon, also von dem her. Und zu dem. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt auf Teriamon gehen, könnten wir es zurückdigitieren lassen, weil wir es jetzt entdeckt haben, ne? Aber gut. Ateriamon kann Sogatomon werden. Guck mal, Agatomon ist ja schon Champion, das vergesse ich jedes Mal. Gut, dann holen wir uns ein paar neue Digimon mit ins Boot. Und zwar holen wir uns erstmal Kuromon mit hinein. Dann holen wir uns, wen holen wir uns rein? Wir können uns Vanyamon mit reinholen. Es gehen sich tatsächlich alle aus. Komm, wir nehmen jetzt erstmal alle mit, weil es gehen sich alle aus. So, das ist schön. Das haben wir alle mit dem Team. Also wir haben jetzt 6 Digimon. Das ist richtig cool. So, Kuromon ist schon auf Stufe 6, weil ich ihn mit hatte. Ich möchte nur kurz gucken, welche Digimon denn kann brauchen, um sich beide zu entwickeln. Du brauchst sowieso... Ich weiß nicht, ob ich die zu Agumon machen soll oder zu Gilmon machen soll. Das ist halt so eine Sache, ne? Aber gut. Du brauchst Kamm. Du brauchst keinen Kamm. Brauchst du bei dem Kamm? Nee. Du brauchst auch keinen Kamm. Du brauchst Kamm. Okay, also Kuromon braucht Kamm. Nyarumon braucht Kamm. Und du, achso, ich dachte, ich drücke auf Kreis. So, gut. Gut. Ich wollte, wie kann ich die nochmal verschieben? Also. So, Nyarumon brauchten wir und Vanyamon, genau. Dann nehmen wir die dreimal mit und haben Teriamon auf der Ersatzbank. Im schlimmsten Fall können wir tauschen. Gut, ich sagen, geht's jetzt weiter mit der Hauptsache, weil es genug im Digimon-Labor und haben hier rumgedingst. So, hier draußen bin ich nicht herumgelaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich dachte, das ist sowieso überfällig. Wir kommen sowieso noch genug herum. Und der nächste Dungeon lässt wahrscheinlich ihn nicht mehr lang auf sich warten. So, dann loggen wir uns erstmal hier aus. Nun sind wir wieder im Detektivbüro von Kyoko Kurumi. Du hast es heil wieder zurückgeschafft, nicht wahr? Etwas anderes hatte ich auch gar nicht erwartet. Trotzdem sind diese Fähigkeiten unfassbar. Ach übrigens, wir haben auch, glaube ich, in der letzten Folge Hacken gelernt. Vielleicht hält sich dein Cyberkörper noch an physikalische Gesetze aufgrund des Fruchtinstinkts, den alle echten Lebewesen teilen. Das ist alles wirklich faszinierend. Verzeihung, Kyo-chan. Du schleichst dich ja schon wieder an mich heran, alter Mann. Ach, entschuldige, ich kann es wohl nicht lassen. Und könntest du bitte aufhören, mich Kyo-chan zu nennen? Das ist ein Spitzname aus der Kindheit. Der ist mir peinlich. Das ist ganz bestimmt nicht, meine Liebe. Du wirst immer meine Kyo-chan bleiben. Egal wie alt oder wie brillant als Detektivin du bist. Okay, kannst du dich mal vorstellen? Wie lange bist du schon hier? Was hast du mitbekommen? Ich bin gerade erst gekommen, stimmt denn etwas nicht? Bier grinst. Ach, du bist in einem Klientengespräch, entschuldige. Ich spreche dir gerade einen Fall. Nein, das hier. Nun ja, irgendwie schon, aber ein sehr ungewöhnlicher. Ach ja, wer bist du denn also? Ich bin Amy Aiba. Ich bin Hilfsdetektivin, das ist dein Geheimnis. Komm, wir machen auf Hilfsdetektivin. Lass mich euch vorstellen, das hier ist Kommissar Matayoshi. Yoshi! Er ist ein alter Freund aus der Zeit, als mein Vater das Büro geleitet hat. Ich vertraue ihm absolut. Er ist ein Profi in Sachen Cyberkriminalität. Du denkst dir gerade, dass der Schein wohl trügt. Nun, ich falle wohl etwas aus dem Rahmen. Aber sonst würde ich es auch nicht schaffen, mit zwielichtigen Gestalten herumzuhängen. Was ist mir denn daraus gerutscht? So gibt es hier jetzt etwas zu tun? Wenn es um einen Fall geht, dann setz dich aufs Sofa und warte einen Moment. Ich mache uns einen leckeren Kaffee. Nein, danke! Es gibt heute keinen Fall, kein Bedarf an Kaffee. Aber Kaffee ist doch gut. Ich könnte es auch einen vertragen, aber ich will die Kaffeemaschine nicht anmachen.
Es gibt ein Gerücht über das Eden-Syndrom. Dachte, das interessiert dich vielleicht, Kiyo-chan. Na dann mal raus damit. Jetzt wird's interessant. Warum setze ich mich nicht dazu? Also. Keine Sorge wegen meines Hilfsdetektivs, alter Mann. Diese Person hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Eden. Unser Hilfsdetektiv hier legt sich ins Zeug, um diesen Bereich bald wie ein echter Profi zu kennen. Sag uns also, was du dazu sagen hast. Verstehe, wenn du für den... Ich kann nicht lesen. Verstehe, wenn du für deinen Helferlein bürgen kannst, ist das in Ordnung. Das Gerücht dreht sich um den Sonderstation im Krankenhaus, wo sie die Patienten mit Eden-Syndrom in Quarantäne haben. Ach, muss ich unserem zukünftigen Profi erklären, was das Eden-Syndrom ist? Ja. Ja, bitte. Das ist ein seltenes Leiden, bei dem Nutzer von Eden plötzlich das Bewusstsein verlieren und nicht mehr aufwachen können. Also rein theoretisch könnte man das mit einem künstlichen Koma vergleichen. Wir sehen jedes Jahr mehrere Patienten, doch Ursache, Symptome und Behandlung sind sie nach wie vor völlig unklar. Im Zentralkrankenhaus gibt es eine Sonderstation für Eden-Patienten. Dort forschen sie nach Behandlungsmöglichkeiten und einem Heilmittel. Aber die Informationen halten sie streng geheim. In Teile der Einrichtung dürfen sogar die Angehörigen nicht rein. Interessant. Den Gerüchten zufolge verheimlichen die Sachen, um Kamishiros Image zu schützen. Für den Moment ist es auch wirklich nur ein Gerücht. Aber in letzter Zeit spielen sich im Zentralkrankenhaus Dinge hinter den Kulissen ab. Hinter den Kulissen? Also bei Kamishiro Enterprises, ja? Ja, das Krankenhaus untersteht Kamishiro, der gleichen Firma, die auch das Eden-Netzwerk betreibt. Es ist kein Wunder, dass die das da vertuschen, wenn die ihr Image nicht verschlechtern wollen. Es gibt immer mehrere Patienten und die Symptome werden schlimmer. Gerade jetzt müsste Kamishiros Vater bekennen, statt zu schweigen. Ich verstehe gerade gar nicht mehr, was ich lese, aber gut. In das Krankenhaus werden bedenklich viele Leute eingeliefert und die Sicherheitsmaßnahmen auf der Sonderstation sollen verstärkt worden sein. Das heißt, da läuft was. Früher oder später muss da ja irgendwas passieren. Ja, wohl wahr. Ich mache wohl noch einen Kaffee. Dann können wir auf den Erfolg des Büros trinken. Ach, wo ist denn die Zeit schon wieder hin? Ich muss zurück zur Wache. Heben wir uns das Anstoßen für ein anderes Mal auf. Bis später. Mag ja kein Kaffee, oder? Pass auf bei ihrem Kaffee. Achte vor allem auf die Farbe und die Klumpen. Ich befürchte, dass ich diesen Kaffee demnächst sogar probieren muss. Das wird nicht schön. Okay. Alles klar. Genau wie er gesagt hatte. Frische Infos zum Eden-Syndrom findet man kaum. Kamishiros Leute hinter den Kulissen leisten ganze Arbeit. Und sie werden die Sicherheit nur immer weiter hochschrauben. In Eden passiert etwas sehr Seltsames. Du kreust auf mit deinem komischen Körper und gleichzeitig wird Kamishiro aktiv. Kann das alles reiner Zufall sein? Nein, es muss irgendwie zusammenhängen. Das liegt auf der Hand und ist gasklar. Es ist gasklar. Es ist nicht glasklar, es ist gasklar. Ich gehe zum Zentralkrankenhaus. Ich muss so viele Infos wie möglich besorgen, bevor die Sicherheit verstärkt wird. Es wäre fantastisch, wenn du mitkommst. Habe ich eine Wahl? Vielleicht findest du dabei etwas über deinen derzeitigen Zustand heraus. Also ich nehme mal an, dass unsere Protagonistin, also Amy, auch von dem Eden-Syndrom tatsächlich betroffen sein könnte. Ich nehme es mal an, aber ich bin mir nicht sicher. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch... Ja, in diesem Fall wäre Sesam öffnet dich wohl passender. Okay. Und plötzlich sind wir im Krankenhaus. Alles klar.
Klasse, Krankenhaus. Hat sie eine Hose an? Schaut mich so aus, als sie nur eine Jacke an. Was tun? In solchen Momenten gehe ich meistens direkt in die Offensive. Versuchen wir mal direkt zu bieten, auf die Sonderstation des Krankenhauses zu dürfen. Ein direkter Angriff? Na, ich weiß nicht. Was kann ich denn noch tun? Du bist ein helles Köpfchen. Aber vorschnelle Urteile können unerwünschte Folgen nach sich ziehen. Frag nicht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Sagt man schließlich. Ich gebe dir später Anweisungen. Sammle bis dahin Informationen im Krankenhaus. Fragen sind das Fundament der Detektivarbeit. Das war kein Witz, als ich gesagt habe, du könntest dich auf diesem Gebiet spezialisieren, mein liebes zukünftiges Helferlein. Ich glaube, Amy versteht nur Bahnhof. Studiere Allgemeinmedizin und schreibe meine Aktivitäten in eine Akte oder werde ein Junge mit schönen Apfelbäckchen. Es macht wirklich Spaß. Okay. Ich habe diese ganzen Konversationen nie so richtig mit wahrgenommen, einfach aus dem Grund, weil ich meistens die Konversation übersprungen habe. Okay. Das war jetzt creepy. Also ihr Blick so richtig starrend, kalt irgendwie. Hallo? Was schaust du denn so? Hallo, kennen wir uns? Ich sag einfach mal Hallo. Der Rest fand ich ein bisschen unhöflich, ich weiß nicht. Okay, wohin geht sie? Was hat sie denn auf dem Arm? Eine Schleife? Eine Brille? Okay. Na gut, dann reden wir mal mit den Leuten. Bist du hier, um jemanden zu besuchen? Die Nummerstation ist im 12. Stock. Ich weiß, wo die Spezialeinheit ist. Wo ist die Spezialeinheit? Cobra, hallo! Manchmal sieht man, wie Leute mit dem Lift zur Spezialstation fahren. Ob das wohl Angehörige sind, die tun mir leid. Heute ist wieder so voll hier. Wie lange muss ich wohl noch warten? In einem Krankenhaus kannst du lange warten. Ich bin letztens im Krankenhaus gesessen, das war nicht schön. Dem kann ich nicht drehen, der telefoniert. Ah, ich glaube, ich habe mir eine Erkältung angefangen. Ich habe 39 Grad Fieber. Komm mir bloß nicht zu nah. Danke. Bin ich krank werden? Ich habe meinen eigenen Leibarzt. Alle Mitarbeiter sind nett. Es ist ein tolles Krankenhaus. Ich will auch einen Privatarzt haben. Sprich ein bisschen lauter, ich höre nicht mehr so gut. Okay. Ein Stock über der Normalstation ist die Spezialstation. Das ist für Patienten mit besonders schweren Krankheiten. Da ist noch mehr. Interessierst du dich für Tratsch über die Spezialstation? Ich habe welchen. Es gibt wohl eine Quarantänestation. Keine Besuche gestattet. Ja gut, das haben wir auch schon herausgefunden. Das hat uns Matayoshi ja gesagt. Gut. Ist noch irgendwas? Da kann man nicht lang gehen. Oh, eine Karte. Guck mal. Wenn du einen Termin hast, melde dich bitte an und warte an der Rezeption. Ich habe keinen Termin. Hallo. Tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt. Wir haben zu wenig Ärzte und Schwestern. Ist das nicht immer so? Du willst jetzt über die Spezialstation wissen. Tut mir leid, aber die persönlichen Informationen von Patienten dürfen nicht weiter rausgeben. Okay. Dann gehen wir erstmal auf die Normalstation. Danach gehen wir auf die Spezialstation. Wir möchten uns hier umgucken. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Items oder sowas oder. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Hallo. Das ist der 12. Stock der Normalstation. Hallo. Mit dir kann ich nicht reden. Gut. Ich hasse Krankenhäuser so dermaßen. Es wird Zeit für die Infusion von Mr. Sasaki. Und dann? Wer ist Mr. Sasaki? Hallo. Opa scheint tief und fest zu schlafen. Ob er wohl morgen aufwachen wird? Oh, liegt im Koma. Papa, stimmt es, dass man diesen Klinik nie wieder verlässt, wenn man hier reinkommt? Ich will gesund werden und wieder zur Schule gehen. Ach, mein Schatz. Es ist nur ein Gerücht über die Spezialstation. Keine Angst, bald bist du wieder gesund und in der Schule. Kann ich reden? Mit dir kann ich reden. Bist du hier, um jemanden zu besuchen? Ich besuche meinen Papa. Oh, süß.
Eine Kunemon-Medaille. Interessant. Hier kann ich nicht rein. Und dann geht's auf zur Spezialstation. Ohne Befugnis ist der Zutritt zu diesem Bereich streng verboten. Mit anderen Worten, raus hier! Ich bin's. Wir kommen im Aufzug zum Stockwerk der Sonderstation, aber ohne Genehmigung kommen wir nicht in die Zimmer. Offiziell dürfen wir natürlich nicht rein. Was machen wir jetzt? Wir schalten die zwei Wachposten aus und hacken uns an der vermeintlich versperrten Tür vorbei, um in die Zimmer zu gelangen. Das nenne ich eine direkte Offensive, aber die muss man gut vorbereiten und das Risiko ist hoch. Verlassen wir uns lieber nicht auf einen Frontalangriff. Vertrauen auf deine Fertigkeiten, unser Ass im Ärmel. Das Terminal im Schwesternzimmer sollte mit dem Krankenhausnetzwerk verbunden sein. Ich muss dir das jetzt nicht Schritt für Schritt erklären, oder? Ich verstehe es, und wir sollen so einen Verbindungssprung machen. Verbindungssprung? Ich sag einfach Connection Jump. So. Irgendwo hier, ne? Und hier wird das hier reingehen? Eden. Nee, wird das Monitor gar nicht rein. Das ist ein voller Blödsinn. Nee, das ist ja voll der Nein, das ist ja voller Blödsinn. Wenn du einen Termin hast, bitte melde dich. Also, achso, nee, die Schwestern sind schon beim normalen Ding, ne? Die war hier irgendwo. Genau hier. Verbindungssprung. Verbindungssprung ist eine Spezialfähigkeit der Hauptfigur. Du kannst die Fähigkeit an den Zugangspunkt nutzen auf der Karte. Bla 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 bla. Gut. Das machen wir jetzt noch. Wird die Folge ein bisschen länger, macht ja nichts. So. Dann schauen wir mal, ob wir uns mit unseren Digimon hier was reißen können. Mit unseren knuffigen Digimon, die nur blasen können. So, ich bin mit Tanemon und Montemon. Montemon, genau. Das geht aber. Koromon ist der Einzige, der hier schon Feuerattacken kann. Also eine andere Attacke. Setzen wir auch gleich gezügelt ein. So. Und Banyamon kann blasen. Autsch. Natürlich leveln die anderen Digimon, die auf dieser Ersatzbank sitzen. Natürlich mit, also die in der Reserve sitzen. Das ist ziemlich praktisch, meiner Meinung nach. Finde ich richtig cool. Also das finde ich richtig cool. Also es gefällt mir eigentlich tatsächlich so an für sich. Digimon gefällt mir doch besser als Pokémon. Also für mich ist Pokémon mittlerweile ziemlich ausgelutscht. Digimon ist jetzt halt von dem Spiel her nicht so wie Pokémon. Aber ich mag Digimon auch dennoch mehr. Okay, das war's schon. Gibt doch sicher mehr Digimon, ist doch voll wenig hier. Hallo? Okay, wir haben noch die hier, okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir dann einfach weiter. So. Wir müssen jetzt ja mit dem Level ja nicht übertreiben. Wir haben ja genug Zeit. Wir werden noch ziemlich viel Arbeit mit den Digimon haben, weil Digimon zu leveln und zu entwickeln, oder nicht entwickeln, sondern zu digitieren, ist doch ein bisschen komplizierter. Aber gut. So. Du hast nichts gelernt, du hast auch nichts gelernt und du hast auch nichts gelernt. Gut, haben wir euch schon auf 10%? Ich nehme mal an, ja nicht. Oh. 6%. Dich haben wir schon auf 35%, das ist schön. Also wenn man die Kameradschaft auf 100% hat, dann hat man komplett ausgedehnt. Das ist total super. So. Oh. Nochmal zur Pokémon. Okay, die machen wir dann auch schon fertig hiermit.
Also wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, was für Digimon ich in meinem Team drin haben möchte. Außer eins weiß ich schon hundertprozentig, dass ich unbedingt drin haben möchte. Aber das dauert natürlich noch ziemlich lange, bis wir das kriegen. Aber gut, dann könnten wir rein theoretisch rausgehen. Und wenn ich rausgehe, dann glaube ich, kommt ein Cutscene. Deswegen würde ich sagen, beende ich die Folge hier schon. Und im nächsten Part schauen wir uns mal, was so auf der Spezialstation erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.